Servus, meine Lieben, willkommen zurück zu unserer Daily Dosis Ark mit dem Voucher und mit dem Allerle. Hier seht ihr schon, wir sind immer noch in der Kombihöhle im Crouch-Modus, Leute. Ich mach mal die Fackel weg, dann sehen wir es besser. Die Neuankömmlinge. Nummer 1, Stanley Dobratz ist jetzt mit auf der Welt. Jetzt muss ich ein bisschen gucken, 2, Dendor. Nummer 3, Radonska. Nummer 4, NRW, Odin. Nummer 5, Marcellinus van Tutt. Nummer 6, Kleiner Zombie. Nummer 7, German Fella Dude. Nummer 8, Kekstörtchen. Nummer 9, Perakles. Und die 10, Matze Dings. Wir machen uns wieder hell, stehen auf aus der Hocke. Leute, es werden immer mehr Tiere. Es werden immer mehr Tiere. Ich weiß so gar nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll. Und vor allem, wir sind noch lange nicht fertig, ne? Jetzt pass auf, habe ich euch zugeschaltet, ihr seid da, Donnerstagsrunde. Ich war zwischenzeitlich schon mal unterwegs, habe ein bisschen Chitin geholt. Wir brauchen nämlich jede Menge Zement drüben im Canyon, Leute. Und zwar habe ich auch ein bisschen Fleisch übrig für die Truppe hier, damit die auf keinen Fall verhungern. So, Benno ist noch da. Jetzt machen wir aber einen ganz kleinen Mini-Ausflug per Teleporter, meine Lieben. Ich möchte eben den Jutisaurier benamen, dass wir nicht wieder so viele Altlasten aufbauen. Wieso hast denn du dich von der Gruppe abgesondert, mein Freund? Guck dir das an. Ich bin gespannt. Da wird auf jeden Fall irgendwann Zeit, dass wir auch den Umzug machen und diese Höhle dann entsprechend vorbereiten für das, was ich für die Höhle vorgesehen habe. Lauter kleine Geheimnisse hier, die ich mit mir rumtrage, Leute. Da werden wir wahrscheinlich dieses Jahr noch einiges erleben. Jetzt pass auf. Ihr seht schon, ich bin auch ohne Agi unterwegs. Ich war tatsächlich mal hier, mal da, mal dort. Hab Chitin, wie gesagt, rangeholt. Ein bisschen Polymer, brauchen wir ja alles, ne? Pass auf, Leute. Wir fangen an. Wir gehen in den Redwood. Dann benamen wir den Jutisaurier. Dann nehmen wir die drei Parasaurier. Gehen ganz kurz in der Großküche vorbei. Schau nach dem Rechten. Ich will zukünftig die Kibbeltiere, die wir brüten, in den Highlands ausbrüten. Ne? Wir hatten, glaube ich, eine kleine Zuchtstation dort. Die will ich wieder ins Leben rufen. Jetzt pass auf. Wir laufen jetzt mal rüber. Wir laufen mal rüber, Leute. Servusle, Mahlzeit. Schön wäre es ja, wenn du einfach auf die drauf sitzen könntest, ne? Und dich hintere chauffieren lassen könntest. Aber sobald ich drauf sitze, ist das Folgen insofern vorbei, dass die dann ihren eigenen Weg verlassen. Ne? Hallo, Abend. Schön, dass ihr so patrouilliert, so fleißig. Ich hoffe, ihr fresst auch aus dem Drogalterle. Passe mal auf. Jo, da läuft er mit seiner Fackel. Der Gute. Hier bin ich auch noch nicht so richtig schlüssig. Ich habe so verschiedene Konzepte, was den Eingangsbereich angeht. Deswegen ist hier auch noch nicht wirklich viel passiert. Jetzt gehen wir mal. Na super. Tolle Geschichte. Wie viel Uhr haben wir? Jo, es wird gleich hell, Leute. Ist genau abgetimt mit der Fackel. Jetzt pass auf. Wir müssen erstmal, würde ich sagen, die Schlappen da oben begrüßen, aber ich glaube, der Prägetimer ist da auch schon wieder vorbei. Wenn überhaupt einer da war. Wie schön sie von unten blau angeleuchtet sind, ne? Hallo, ich würde gerne in diesem Moment die Fackel rausholen, aber ich habe keine. Bist du der neue 202er? Nee, ne? 150er. Hier, der da ist der neue. Das ist der neue, Leute. Schönes, weißes, großes Tier. Die kommen jetzt in die Highlands rüber. Ja, jetzt pass mal auf. Ich habe mir auch überlegt, wir werden jetzt mal über alles hinwegsehen. Alle ethischen Gründe, die es so gibt. Und wir werden diesen Parasaurier mit diesem Parasaurier noch einmal verschmelzen. Und dann bin ich mal gespannt, was da rauskommt für ein Level und so weiter, weil die sind aber eigentlich recht klein, ne? Normal müsste ich jetzt erstmal mit diesem, aber das geht ja nicht, weil es Survival ist, ne? Oder wir warten einfach, bis ich ein hohes Männchen nochmal finde. Ich weiß es nicht. Lauter Fragen, Leute. Pass auf. Numero 202, der 150er und der Kollege hier. Jetzt habe ich was anderes angetippt, glaube ich. Wen hat mich jetzt erwischt von euch? Ich muss gucken. Irgendwas läuft. Irgendwas läuft. Ich muss hier nochmal. So. So, mein Freund, dreh rum. Wir gehen kurz zum Juti. Ist das schön. Eigentlich sind die Parasaurier schon geile Tiere, oder? Leute, mir gefallen die unheimlich gut. Da kommen sie. Oh, wo geht's hin? Was hat er gesagt? Hat er was gesagt? Nee, er hat nichts gesagt. Da gehe ich auch nicht mit. Doch, ich gehe mit. Du bist mein Sohn und meine Tochter. Kommt, wir müssen zum Juti kurz runter. Nochmal herzlichen Dank, Leute, für die Abstimmung vom Jutisaurier. Und auch an der Stelle mal mein Dank an euch für die Namenssammlung der Raptorenarmee. Da ist ja einiges schon im Gange. Ich würde sagen, irgendwann zum Wochenende hin werden wir da auf jeden Fall eine Auflösung machen, beziehungsweise die Sammlung einstellen. Und dann werden wir noch ein Voting machen für die Raptorarmee, weil dann können wir die Namen priorisieren. Da weiß ich, welche Reihenfolge ich nehmen soll für die Namen. So habe ich mir es vorgestellt. Es kommt auch schön gemischtes Zeug rein mit Wunderbärle. Jetzt pass mal auf, Parasaurier, Parasaurier, alles klar. Wartet ihr mal eben hier? Ich will nur ganz kurz.
Wartet einfach mal kurz hier, ne? Muss ich kurz hier so gucken, ob das klappt? Das klappt natürlich. Jetzt pass auf. Robert, Rexy, Jutisaurier. Sie haben dir einen Namen gegeben, mein Freund. Du bist der General Scream. General Scream hat gewonnen. Ihr seht ja mittlerweile bei dem neuen Tool die Auswertung direkt auf der Homepage, ne? Das heißt, Sie können da immer gucken, wer gewonnen hat. Ich habe aktuell einen kleinen Auszug aus der Votingliste drin, dass es noch eine Weile einsehbar ist, ne? Jetzt pass auf. Options. Name ändern. General. General. Wir haben natürlich auch hier wieder eine kleine Liste jetzt mit Namen, die wir nach und nach vergeben können, wenn wir das wollen, ne? Die hebe ich natürlich auf. General Scream. General Scream. Der Name passt auf jeden Fall zu diesem hier. Muss ich gleich nochmal gucken. General Scream. Ja. Schade, dass es dunkel ist. General Scream. Er ist absolut ein geiles Tier, oder Leute? Wendig, spritzig und ziemlich gefährlich. So muss es sein. Jetzt pass auf. Weiter geht's. Damit haben wir das erledigt, Leute. Wieder mal ein Voting drin gehabt, das geklappt hat. Ich bin tierisch stolz auf uns, dass wir das so hinkriegen und dass noch so viele Leute nach der langen Zeit mitmachen. Das freut mich auch tierisch. Ich bin mal gespannt, was wir nach dem Raptor angehen, aber da fällt uns bestimmt was ein, so wie ich uns kenne. So, die drei Kollegen, die bringen wir jetzt kurz rüber in die Großküche. Mit unserem Buff. Sorry, dass es gerade so etwas morgendämmerig ist hier. Ich habe keine Fackel, ne? Die sind bestimmt in irgendwelchen Agis verteilt. Also so, ich muss sagen, so richtig schnell ist der aber auch nicht, ne? Guck mal. Lum-li-lum. Ich laufe jetzt mit denen außen rum. Wenn ich über die Brücke gehe, kriege ich Ärger mit den Terrorbirds. Mit den Terrorbirds. Ist der vielleicht überladen? Na, der ist überladen. Das kann natürlich sein, dass das ein Problemchen ist. Bist du besser? Jo, der ist besser. Aber wieso ist der Kollege dann überladen? Das muss ich mal direkt gucken. Hast du was eingeladen noch? Nee, du hast einfach zu wenig Gewicht, ne? Ah, doch, Beeren hat er. Guck mal. Aber überschaubar, ne? Die sind übrigens fast von der Farbe gleich. Müssen wir noch mal gucken, die zwei. Wobei der linke einen dunkleren Kopf hat, wenn ich es richtig sehe. Kann aber jetzt auch hier am Redwood-Licht liegen, ne? So, pass auf. Wenn er gut kann, dann ist ja recht. Dann machen wir das so. Beide folgen. Auf geht's. Und schon sind wir schneller unterwegs. Hier nochmal das Ding hier angeschmissen. Du weißt ja nie. Du weißt ja nie, wenn er schon sowas hat, oder? Ich finde es sau gut, dass die Tiere so Fähigkeiten haben. Gefällt mir, ne? Meine Lieben, wir gehen rüber in die Großküche. Da will ich mal ganz kurz rausschauen, wie weit die Beeren sind. Gucken, was der Dünger macht. Vielleicht den ein oder anderen Dünger rein. Und dann gehen wir heim. Verbraten das komplette Chitin. Das brauchen wir nämlich für Zement. Ich habe natürlich auch ein bisschen Eisen drüben durchlaufen, dass wir weiterbauen können heute. Und dann haben wir nämlich hier wieder einiges schön erledigt. So. Komm mal ein bisschen näher ran. Ich weiß nämlich nicht, ob das reicht, wo du gerade stehst, mein Freund. Ich finde die Geräusche auch gut von denen. So, aber du hast jetzt das Problem, dass du keinen Sattel hast, ne? Habe ich hier einen Parasaurier-Sattel irgendwo? Bestimmt. Ich meine, stopp, 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 das reicht doch schon. Das reicht doch schon. Bin doch schon zufrieden. Alles gut. Lass mich mal kurz reinschauen. Desert Eagle, der bleibt hier. Mit dem bin ich hier rumgeflogen, habe Chitin besorgt. Hier ist nichts drin. Und hier ist auch nichts drin. Dann haben wir hier noch die Chance nach einem Parasaurier. Was haben wir hier? Pach-ri-rino. Nee, ist es leider nicht, Leute. Und ich kann auch keinen herstellen, weil hier habe ich bestimmt nicht die Mats, die ich brauche. Ich ziehe mal. Doch, habe ich, Leute. Jetzt lass mal überlegen, wo haben wir denn. Wo habe ich denn diese Ding gehabt? Diese Sattelschützer. Ihr wisst, was ich meine, ne? Habe ich die nicht hier gehabt, Leute? Entweder hier oder im Canyon, eins von beiden. Ich guck mal eben in den Schränken oben. Dann könnte man denen nämlich die Teile anziehen, weißt du? Wenn wir sie schon haben. Und wir haben ganz viele. Warum haben wir so viele? Wahrscheinlich, weil wir öfters mal gestorben sind, ne? Ich guck mal rein, ob das hier war. Was haben wir hier? Fiomia-Sattel brauchen wir jetzt erstmal nicht. Hier sind da noch irgendwelche Trophäen, Gille-Rüstungszeug, irgendwas, was wir jetzt aktuell nicht brauchen. Dann war das vielleicht mit ein bisschen Glück in unserer ersten Höhle. Ich gebe jetzt hier auch mal Para ein, ne? Para? Nee, also dann glaube ich auch nicht, dass es hier war. Aber wir gehen ja jetzt sowieso nochmal ins Ding runter. Bringst du mich nochmal eben runter? Das wäre super von dir. Diese Schoner, wo man bekommt, wenn man stirbt, ne? Du bekommst dann immer so eine, so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein Überzieher, ein Skin. Skin. Ich habe das Wort Skin gesucht, Leute. Es ist heute so ein Tag, wo ich Worte suche, ne? Naja, was willst du machen? Donnerstagsfolge. Donnerstagsfolge. So, meine drei Hübschen. Geh mal rüber. Teleporter in die Großküche. Ich finde es so schön, dass wir das machen können. Du bist ein Schöner, ja. Und ihr zwei seid auch hübsch geworden. Die Weißen wirken ein bisschen schlanker wie der Braune, ne? Das sind sie, Leute.
aufgestockt, würde ich sagen. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, ob das geklappt hat, aber ich glaube es nicht, ne? Dass der uns da hinten Dünger macht. Da muss ich echt die Mod abschalten. Jo, das war klar, geht nicht. Können wir vergessen, also das gebe ich jetzt auch auf. Aber ihr habt nicht schon wieder 100 Zement, oder? Doch. Sag mal, die machen da ohne Ende Zement, das ist saugut. Unsere Schnecken, Leute, die geben mal alles. Schöne Geschichte, oder? Jetzt pass auf, ich schnapp mir kurz den einen schweren Para, dann gehen wir kurz in die Küche, in die Gärten. So, wir kommen gleich wieder, schön warten aufs Männle. Oder aufs Weible? Was sitzen wir? Ich weiß es nicht. Heute habe ich so ein bisschen ein Sieb im Kopf. So, pass auf. Also noch siebiger wie sonst als schon, ne? Meine Lieben, die Zeit rinnt natürlich, aber ist egal. Wir müssen eh noch mal Module herstellen. Dann werden wir vielleicht heute sogar nur Elemente herstellen und ein bisschen farmen gehen noch drüben. Mal schauen, was wir rauskriegen. Ne, stopp. 15 Elemente habe ich auch schon vorbereitet für uns heute, ne? Da können wir also schon ein bisschen was anstellen. La, 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 la. Das hat geklappt, ne? Das läuft, Leute. Unsere doppelte Maiszucht und unsere doppelte Zitronenzucht ist in der Mache. Perfekt. Also, Kräutergärten, beziehungsweise Gemüse- und Obstgärten, so muss man es ja schon sagen. Da läuft alles. Jetzt will ich mal gucken, was der Dünger hier macht. Ist es nicht schön? Du kommst hier ab und zu rüber, chillst kurz nach deinem Dünger, guckst, ob alles läuft, gehst wieder. Das läuft, Leute. Guck dir das an. So habe ich es mir nämlich vorgestellt. Wenn 5 Stück drin sind, haben wir jetzt insgesamt schon 20 Dünger. Jetzt gucken wir mal hier kurz rein. Die ersten Beeren kommen. So mag ich das. Wunderbar. Ja, läuft doch. Und Dünger ist noch überall drin. Brauchen wir uns heute nicht kümmern. Die da drüben haben wir zuletzt gepflanzt. Auch hier einen Blick hinein. Haben die alle dieselbe Struktur, die Pflanzen? Die sehen gar nicht anders aus irgendwie, gell? Ja, gut, gibt's Schlimmeres. Wichtig ist, dass wir ernten können, wenn wir das nächste Mal hier sind. So, mein Freund. Danke fürs Anstupsen. Geh mal wieder rein. Schau mal kurz nach den Skins. Hier, guck. Zack, kommst du rüber, ne? Ich find's total gut, Leute. Ich find's total gut. Sodele. So, der Lady. Und, weil wir was können. Machen wir hier einen auf U-Boot. Ja, die haben wir hier 3 Stück bräuchte. Ich bin bestimmt schon dreimal gestorben insgesamt, oder? Also auf Aberration haben wir sehr viele von den Dingern gehabt. Das weiß ich noch. Wo setze ich euch denn hin? Nicht so nah an den Teleporter. Und auch nicht so nah an die anderen Tiere, oder wie? Weil ihr kommt ja später eh alle raus. Ich setze euch mal hier hin. Zu den Lystros. Ich hab's gelesen natürlich, ne? Dass ich mich da bei Pupsi total nicht mehr. Weil ich wusste echt nicht mehr, wie die heißen in Wirklichkeit. Ich wusste auch gar nicht, dass die Eier legen, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte, das sind Säugetiere, unsere Pupsis hier, ne? So. Lystrosaurus. So ist es. So, Alter, da habe ich dir nicht einen Sattel gebaut? Die habe ich bestimmt einen Sattel gebaut, ne? Ging doch. Hat doch geklappt. Perfekt, Leute. So ist es gut. So müssen wir es uns beibehalten. Immer die neuen Tiere gleich satteln, so gut es geht. Jetzt schauen wir mal oben die Schränke kurz durch. Irgendwo habe ich das Zeug mal hingeräumt, das weiß ich noch. Dass da überhaupt was drin ist, wundert mich jetzt gerade. Aber gut. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Ey, wo haben wir das Zeug? Oder war das gar auf aber. Zieh dir mal das hier rein, ne? Gallimus-Sattel. Fiomia-Sattel. Ichti. Alter, was wir alles Zeugs hier rumliegen haben, oder? Iguanodon. Hier. Nimm das Zeug mal mit rüber. Ich werde mir wahrscheinlich noch einen Sattelturm bauen müssen, oder? Wir sind jetzt natürlich maßlos überladen. Zum Runterlaufen wird es nicht funktionieren. Was soll ich da jetzt rausnehmen? Ich probiere mal, vielleicht kann ich ja laufen. Ja, nicht schnell, aber es läuft, ne? Nehmen wir mit. Ich frag mich gerade, warum ich nicht immer das Zeug im Kopf habe noch. Leute, wir hatten diese Überzieher. Sorry, dass ich gerade so schnell bin. Oh mein Gott. Soll ich das jetzt zwischenlagern? Keine Ahnung. Kurzer Moment. Jeden Moment ist das soweit, dann sind wir durch. Ich habe ja gar keinen Vogel dabei. Ich muss irgendwas auslagern, sonst sind wir morgen noch unterwegs, ne? Wo haue ich das jetzt kurz hin? Habe ich hier Beeren? Sehr viele Beeren. Ja, 1000 Beeren. Da kriege ich schon mal 20 Kilo gleich los. Das ist gut. Hier müssen wir aufräumen, ne? Innen drin die kleinen Tiere, mittlere Tiere, draußen die großen dann von denen hier. Habe ich irgendwas, was ich hier reinschmeißen kann eben? Nö. Es sei denn, das hier geht. Aber das bringt uns ja nicht wirklich viel. Boah, kurzer Moment, Leute. Jetzt ziehen wir es durch, oder? Ich laufe jetzt kurz dahinter, da kann ich dann irgendwas rausschmeißen schon mal. Ich mache immer Sachen, gell? Aber so entschleunigt man auch. Morgen ist Freitag, habe ich schon gesagt. Freitagsründchen steht uns bevor.
Da die Raptoren lassen wir auf jeden Fall noch drin, würde ich sagen. Bis Samstag oder so die Namenssammlung, wenn ihr noch einen Raptornamen habt, der euch irgendwie cool kommt, vorkommt, schreibt ihn bitte rein. Den nehme ich dann mit auf die Liste und dann geht's Voting raus am Wochenende. Das Raptor-Voting. Freue mich heute schon, ein Raptor-Bild reinzumachen. Ne? Weißt du was, hier haben wir ja auch noch jede Menge Zeug. Aber nicht das, was ich suche. Pass mal auf, lass mich mal ganz kurz überlegen. Ich nehme mal das hier raus, das brauche ich jetzt erstmal nicht. Parenga. Und was wollte ich machen? Die Beeren. Die könnte ich ja da hinten reinschmeißen, wenn ich hier durchkomme. Das war klar. Hier sind sie. Und drei Stück haben wir, Leute. Drei Stück haben wir. Ich wusste, dass wir die irgendwo haben. Sehr schöne Geschichte. Irgendwas muss raus. Irgendwas ganz Schweres. 20. Die wiegen alle 20, die Sättel, ne? Pass mal auf. Gallimus, die werden wir wahrscheinlich auch hier stationieren lassen. Das Fiomia mache ich jetzt mal raus, ne? Hauptsächlich komme ich ein bisschen schneller vorwärts. Wunderbärle. Jetzt ziehen wir denen die Dinger an. Ich bin gespannt, wie sie aussehen. Haben wir das jemals zusammen angeschaut? Wie so ein Parasaurierskin eigentlich aussieht? Ich glaube nicht, ne? Also ich bin mir jedenfalls nicht sicher. Ich will die mal vergleichen eben. Du bekommst als erstes deinen Skin, mein Freund. Wie war denn das drauf? Nee, Kostüm? Nee, ich muss das, glaube ich, so machen, gell? Ja, so war's. Ja, das ist doch gediegen. Oh, Leute! Da müssen wir gucken, dass wir lauter Schwarz-Weiße haben in unserer kleinen Kibbelarmee. Und dann die Dinger aufgezogen. Die sehen aus wie die edle Truppe von was weiß ich. Kurzer Moment, der ist jetzt nicht der schnellste. Oh, da ist es grün auf der Seite. Und hier ist es lila. Das ist ja gediegen. Ich habe die noch nie angeschaut, ne? So, komm mal mit vor, Diggerle. Ja, komm. Du kannst dich zeigen. Du kannst dich zeigen. Du brauchst dich nicht schämen. Komm da. Ja, komm, ne? Ja. Die sehen aus wie Schnabeltiere, überdimensional große. So, mein Freund, stopp. Machen wir jetzt überall, oder, Leute? Mir gefällt das ziemlich gut. Den Sattel, die Geschichte hier drauf und Parenga. Die sehen aus wie so eine königliche Reiterarmee. Finde ich sau gut. Natürlich müssen wir noch ein paar Mal sterben, wenn wir noch mehr von den Dingern brauchen. Mache ich da mal offscreen. So, Leute, guckt ihr das an, unsere königliche Truppe. Die müssen nachher raus, wenn es draußen aufgebaut ist. Schöne Geschichte. Schöne Geschichte. So, wir gehen heim, Leute, in den Canyon. Ja, ich sage heute das erste Mal ganz bewusst, wir gehen heim in den Canyon. Denn der Canyon nimmt jetzt so langsam Form an. Jetzt brauchen wir schon zwei Türme, ne? Teleport. Awesome. Wir brauchen entweder zwei Türme oder einen schönen großen aus Glas, wo wir Sättel Blueprints einlagern. Das könnte man machen. Endlich ein Agi ums Eck. Endlich einen Agi ums Eck, dass ich mein Zeug auslagern kann. Oh, hatten wir nicht auch noch einen Raptor irgendwo rumliegen? Unten ist, glaube ich, noch ein Raptor im Zehmkäfig, ne? Ich habe nämlich beim, bevor ich ins Farm bin, den Spinner dazugestellt, dass dem nichts passiert. Schaut ein bisschen so aus, als wäre er schon wieder überladen mit irgendwelchem Scheißdreck. Pass mal auf. Pass einmal auf. Jetzt machen wir folgendes, Leute. Ich räume jetzt mal ganz kurz ein bisschen aus, ne? Machen wir halt eine Aufräumrunde heute mit gepaartem Elementesetzen. Irgendwie sowas in die Richtung. So, meine Freunde, grüßt euch. Meine Handwerkertruppe hier. Jetzt pass auf. Als allererstes müssen wir mal Zement durchjagen. Wir haben zwar noch ein bisschen, aber wir können ja nie genug haben, ne? Pass auf. Hier rein, das komplette Chitin rotze ich jetzt hier rüber, inklusive den Zement von den Schnecken. Dann haben wir die Geschichte erledigt und dann würde ich sagen nämlich, ich möchte noch mehr Zement. Ich mache mal einen Tausender und guck mal, was passiert. Er sagt, ich habe nicht genug Mats, das verstehe ich. Also, 74 nur. Da liegt es aber am Stein, oder? Dann liegt es erstmal am Stein, aber ich hau die mal durch, Leute, ne? Ja, da kommt ein bisschen was zusammen. Wunderbar. Die Geschichte haben wir schon mal erledigt. Ein kleiner Blick in unseren Vogel. Ich würde sagen, die Blueprints, wenn hier noch welche sind. Was haben wir hier? Fiomia-Sattel kommt erstmal hier raus. Ah ne, hier sind Mats, Leute. Hier haben wir noch einen Blueprint. Dann haben wir hier noch Mats. Hier noch Material. Das können wir auch entsprechend rübernehmen. Rest würde ich erstmal drin lassen. So wie es ist. Also gut, dann haben wir ja schon aufgeräumt. Das ging schnell. Den Raptor holen wir jetzt gleich hoch. Ich baue noch einen Sattel, ne? Hier sind dann mehr oder weniger die Blueprints drin und ich schmeiße die Sättel mal einfach jetzt hier komplett dazu. Dann wissen wir, wo das Zeug ist, bis der Turm steht, ne? Und wir brauchen noch ein Material-Ding. Das war dann hier. Genau, das stimmt auch noch alles. Mats rüber. Perfekt, ne? Jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Ich wollte einen Raptor-Sattel basteln. Da muss ich ins Inventar, gell? Die kann ich hier herstellen. Raptor. Und? Ja, natürlich. Ganz klarer Fall. Dann holen wir den Raptor jetzt hoch. Ich muss mal ganz kurz gucken, dass ich mich entlade. Sonst kann der mich nämlich nicht tragen gleich.
Und ich habe schon Bock, mit dem eine kleine Tour zu machen. Das kommt rüber. Die Sachen sind auch recht schwer, kommen auch rüber. Wir wiegen jetzt noch 238. Den Raptor-Sattel, den sattel ich dem gleich auf. Das passt. Hier wollte ich noch gucken. Ich erinnere mich. Sehr schön. Alles klar, Leute. Dann holen wir jetzt den Raptor schön hoch. Kann ich hier nicht irgendwie runterhopfen, ohne mich... Hier so? Wow. Knappe Geschichte, aber er hat es überlebt, ne? Ist natürlich nie ungefährlich hier, weil gerade hier haben wir ja den letzten Raptor auch irgendwo geholt, ne? Wo ist er denn? Da vorne steht er, Leute. Der dritte im Bunde. Namen haben wir ja schon genug jetzt, ne? Jetzt geht's dann los mit Voting bald. Schöner Kollege, schöner Kollege. Pass mal auf, ich gebe dir gleich mal einen auf Gewicht. Hier, bitteschön. 244. Oh, der ist ein Hübscher. Oh, der ist hübscher, aber der kann mich nicht tragen, oder? Doch, geht. Ja, wir sind ein bisschen schwer für den, aber Leute, da bin ich jetzt gleich gespannt. Am besten sieht man die Farben tatsächlich nämlich oben, habe ich gesehen, ne? Schön. Freue mich, dass wir so Sachen machen hier. Und das ist so eine Entspannung für mich. Leute, ich kann es euch nicht sagen, wie angenehm das alles ist. Herrlich. Links, du bist auch noch voll beladen, ne? Hast gesehen, wie er gerade das Köpfle runtergedreht hat? So, meine Freunde, hier nebendran. Ich steige ab. Kurz, das muss ich doch jetzt einmal so sehen, oder? Ja, die haben so richtig freches Gesicht. Mir gefallen die total. Ja. Ja. Und? Ja, natürlich. Schön. Was haben wir denn eigentlich? Jetzt muss ich mal gucken. Vielleicht können wir ja schon was anstellen mit denen. Wir haben hier ein Männchen. Wir haben hier ein Männchen. Wir haben nur Männchen, Leute, bis jetzt. Wir haben nicht mal ein Weible. Wir haben nicht mal ein Weibchen. Aber drei wunderschöne Raptoren. So, weiter geht's. Ich bin am Überlegen. Jetzt habe ich den Faden wieder verloren. Und das Schlimmste am Faden verlieren ist, wenn der Vogel drüben ist. Oh, das ist scheiße. Das ist scheiße. Wie kriege ich den jetzt raus? Ich muss mal ganz kurz hinscrollen. So. Läuft das? Jo, das läuft. Jo, das läuft. Der Agi ist ein Schlauer. Der Angry. Dankeschön, mein Freund. Cool, Leute. Das habe ich auch nicht gewusst mit dem Fernglas. So, wie geht's denn jetzt weiter? Hier haben wir gestern angefangen zu bauen und da würde ich jetzt gerne auch weiterbauen. Parallel ein paar Elemente durchjagen. Ich habe gesagt, ich will es drei breit. Das mittlere Fundament haben wir. Wir werden dann angleichen. Das heißt, wir brauchen jetzt eigentlich Glas. Wir brauchen jetzt auch ein bisschen Glas schon mal. Und zwar Glasdecken. Gucken wir mal kurz drüben durch. So, zumindest mal so 10 Stück. Oh, wieso habe ich dich so blöd abgestoppt? Das tut mir leid, Alter, ne? Warte mal, ich mach's mal richtig noch. So, Glas. Jetzt bin ich gespannt, ob das hinhaut. Und da mussten wir, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, rüber in die Geschichte hier. Glas. Also, wir brauchen praktisch die... Ne, Windows war falsch. Hier, die brauchen wir. Ich tippe jetzt mal 10 Stück ein, Leute. Dann könnt ihr schon mal kurz hochrechnen. Wir brauchen auf jeden Fall 100 Zement dafür, 350 Metallbahnen und 350 Kristalle. Wir werden saumäßig viel noch farmen müssen, meine Lieben. Ich meine, das funktioniert schon mal. Das ist schön. Und ich habe auch 10 Fundamente hergestellt, wenn ich es noch richtig weiß. Ja, 15 sogar. Die können wir schon mal in Agi räumen. Bis das Glas durchgelaufen ist. Wir werden allerdings halt noch mehr Säulen brauchen, schätze ich mal. Ne? Wie viel haben wir denn da hergestellt gestern? Beziehungsweise nimm die mal runter. Mach das mal hier hin. Die Säulen 4 Stück. Oh, da sollten wir auf jeden Fall gucken, dass wir noch mehr Säulen basteln. Weil mit Säulen müssen wir das ganze Ding jetzt tragfähig machen, ne? Sonst geht's nicht. Und zwar... wir müssen hier rein. Metallsäulen, die Fünfer. Das sind die Einser. Die Dreier. Huch. Ich mache jetzt einfach mal noch 6 Fünfer, wenn ich das darf hier. Es sei denn, wir haben nicht genug Mats. Tatsächlich. Wir haben genug Material, Leute. Die hauen wir jetzt auch noch durch und die verbauen wir auch noch. Und dann muss ich ja wieder Mats farmen gehen, denke ich mal. Dann hauen wir die Glasteile hier hin. Sag mal, wie viele Kristalle habe ich denn? Wenn ich hier mit Kristallen schaffe, kann ich sie doch eigentlich hier mal reinmachen, oder? Dass wir mal wissen, wie viel da ist. Kristalle. Liebe Kleine, 209 bloß noch. Das ist nicht viel, gell? Müssen wir Kristalle farmen wieder, Leute. Das ist der Hammer. Das ist der absolute Hammer. Wie viel Metall hast du hier so drin noch? 270. Ist auch nicht viel, aber ist schon wieder durchgelaufen. Ne? Ich habe vorhin 2000 reingehauen.
Okay, da weiß ich Bescheid. Da müssen wir mal irgendwann direkt auffüllen und zwar ordentlich, dass mal wirklich alles da ist im Überfluss. Ich weiß nur noch nicht, wie wir es anstellen. Die 6, wenn ich jetzt noch laufen kann, perfekt. Bin nicht der Schnellste gerade, aber wir kommen weiter. Boah, Leute, für das, was ich hier vorhabe, brauchen wir Unmengen Material, ne? Ich weiß noch gar nicht, wie wir das anstellen. Das ist echt sau viel. Ich überlege gerade, ob wir trotzdem hier ab und zu mal aus Stein irgendwas bauen, weil das ist echt sau viel. Guck dir das an für so ein paar Elemente. Haben wir die komplette letzte Kristalltour weg, ne? Oder ich muss einfach mal richtig massiv was ranfarmen, ne? Okay, pass auf. Ich würde mal sagen, wir fangen oben an. Hier kurz durchgeswitcht. Lass dich nicht anstupsen von dem Kollegen. Jetzt ist die Frage, wie weit will ich denn raus? Oh, ich liebe die Elemente, freue ich mich jetzt voll drauf. Wie weit möchte ich denn gerne hier raus? Boah, die sind so schön. Und ich kann hier schon keins mehr setzen jetzt, gell? Das heißt, hier müsste dann eine Säule schon hin. Was ich jetzt mal probieren will, das habe ich noch nie probiert, wenn ich unten Fundamente entlang lege. Und zwar ohne, dass ich sie bis nach oben durchziehe, kann ich dann trotzdem oben weiterbauen ohne Säulen. Das will ich mal ganz kurz testen. Ich habe da nämlich mal was in den Kommentaren gelesen, das ich aber eventuell falsch verstanden haben könnte. Müssen wir mal kurz abchecken. Was fehlt denn dir? Also pass mal auf. Ich setze den mal jetzt hier hin, weil ich es kann. Und den drunter. Und dann würde ich aber den hier wieder wegnehmen wollen. Ja, Alter, ich baue dich gleich auf. Was fehlt dir denn? Wasser? Ist doch nicht tragisch. Guck mal, Trink ist. Den will ich dann auch wegbauen hier. So, jetzt habe ich hier ein Fundament, ne? Und irgendjemand hat mal gesagt, solange Fundament unten drunter ist, ich weiß nur nicht, ob es direkt drunter sein muss, kann man damit was anfangen. Dann wäre nämlich, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wir sind hier bei 1. Dann wäre doch da oben drüber praktisch jetzt schon das Ding, ne? Würde bedeuten, ich müsste hier. Eigentlich wäre es wichtig, dass der da ist. Jetzt gucken wir mal einfach, spaßhalber. Ich brauche ja nicht mal absteigen. Wenn das geht, das wäre natürlich super. Dann braucht man nicht mit 4 Millionen Dinger. Ne, das geht natürlich nicht, ne? Aber ist auch klar irgendwie. Das ist auch klar irgendwie. Wenn ich das hier hinhaben will. Das hat ja gar keine Verbindung. Also das hätte mich jetzt selber auch gewundert. Was natürlich logisch ist, dass wir das hier nachher in der Dreierbreite machen. Das ist klar, ne? Können wir uns schon mal hier zumindest angucken. Okay, jetzt ist halt die Frage, wie sieht es aus, wenn ich das jetzt mache hier mit Säulen? Die kann ich jetzt wieder wegnehmen hier, ne? Die bringen es jetzt nicht. Hier bleibe ich auf jeden Fall dabei. Das soll so sein. Ich muss nur eine mittlere Säule jetzt hier anbauen. Weißt du, was wir probieren können? Bei mir wäre das echt schade, wenn ich jetzt wirklich so schnell schon eine Säule setzen müsste. Ich überlege gerade, wir könnten natürlich auch eine Massivsäule setzen. Zum Beispiel, jetzt pass mal, nur mal gucken, wir müssen ja gucken. Es gibt die Möglichkeit, dass wir eine Massivsäule setzen, was natürlich Material verschleißt ohne Ende, aber sehr stabil aussieht, ne? Hier so ein Karacho da hoch. Oder wir können uns das ganze Ding so geben, wie wir das schon mal gemacht haben, mit solchen Säulen hier. Ach, ich brauche da gar nicht. Dass das jetzt aber hier gesnappt hat, wundert mich. Wo hebt es? Kurzer Moment. Ja, das ist schon richtig. Aber ich hätte es gerne hier gehabt. Wo sitzt denn das? Ja, auf jeden Fall, ich kann es euch jetzt mal einfach hier zeigen. Da wisst ihr auch, was ich meine. Solche Säulen. Wobei die auch schon stabil aussehen, ne? Sind wir mal ehrlich. Die sehen gar nicht so verheerend aus. Oder ich baue das hier hoch, ne? Das ist die Frage. Das weiß ich jetzt gerade nicht, wie ich es will. Boah, Leute, ich weiß es nicht. Also ich fände natürlich so einen Brückenpfeiler. Nee, sind wir uns einig. Wir machen es massiv. Das passt besser zum Canyon als das dünndrähtliche hier. Die dünndrähtlichen Dinger, die werden wir eher verbauen in den Gebäuden, ne? Nee, das kommt weg. Das kommt auch weg. Jetzt gucken wir mal, ob wir das noch hinkriegen. Das wäre schön. Würde mich freuen. Pass auf. Wir bremsen. So. Ja, ich darf, das muss ich sofort wieder vergessen, dieses, wir brauchen viel Material. Das war
Aber wir machen ja auch ab und zu welche zusammen, ne? Und dann passt das schon. Ja. Ja. Du brauchst halt unheimlich viel Material, Alter. Sehr, sehr viel für deinen Luxus. Okay. Jetzt bin ich gespannt, ob das muss funktionieren. Das hat schon immer funktioniert und das wird auch heute funktionieren. Ich mache jetzt hier noch eins dazu. Und? Nee. Es war klar, dass es das geht. Schöne Geschichte. Und das geht jetzt wieder nicht mehr hier, ne? Das haben wir schon mal gehabt. Das ist klar. Also entweder mache ich so. Aber guck mal, jetzt habe ich hier wunderschön eine Dreiergeschichte. Jetzt habe ich hier eine Dreiergeschichte, weil das eins weiter rausgesessen ist. Ich könnte auch eine Vierergeschichte machen, da bin ich überzeugt davon. Wie viel haben wir denn von den Elementen noch? Dann könnte man eine Vierergeschichte machen, wenn ich sie noch weiter raussetze ins Wasser. Wisst ihr, was ich meine? Haben wir die Zeit noch? Dann können wir es kurz probieren. Wenn ich es eins weiter setze, dann dürfte normalerweise an der mittleren Säule, obwohl drei gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Jetzt kommt aber jetzt kommt der Deal. Jetzt müssen wir nämlich hier gucken, wie wir das anstellen. Ich habe hier zwei. Es snappt nicht mehr. Das würde bedeuten, ich muss von hier aus auf jeden Fall das setzen. Das setzen. Dann bin ich hier drunter. Und wenn ich eine Dreier will, dann muss es noch eins weiter raus. Hoffentlich kommt da kein Baryonyx oder sowas. Jetzt habe ich eine Dreier. Wenn ich es jetzt abreiße, kann ich zwei Stück setzen. Also muss ich praktisch noch ein Fundament anbringen, Leute. Richtig? So. Hier. Und die kann ich wieder wegnehmen. Dieses hier. Dieses hier. Und auch dieses hier. Jetzt haben wir wahrscheinlich zu wenig für die komplette Manschare. Wir gehen nochmal rüber, machen welche. Das wird gut aussehen, glaube ich. Ah, das tut mal ganz gut, dass ich so ein bisschen mit dem Kopf auch mal ab und zu wieder eintauchen muss hier. Weißt du, wir mischen natürlich immer wieder mal was rein. Mittwochs haben wir ja die Kombi-Runde, Ausflugsründe, machen wir mal hier, mal da eins. Und ansonsten die Baufolgen, die wir zusammen machen, die sind halt. Da muss ich halt hier mal was wegnehmen, wieder dazu machen. Kennt ihr von euch, ne? Pass auf, Metall. Foundations. Ich mache jetzt einfach mal 10 Stück. Können wir? 5. Jetzt ist wieder Bali. Das heißt, uns fehlt jetzt Zement. Aber, das habe ich auch schon gesehen, der pullt mir den Schneckenzement nicht, ne? Der müsste jetzt hier nämlich noch 1 zu 1 rumliegen. Achatina-Paste. Siehst du, der nimmt die nämlich gar nicht. Der nimmt nur die Sachen, die er will. Die kann ich ja schon mal von Hand rüberbringen. Wieso hat der gerade so wenig Zement angezeigt? Das habe ich jetzt auch wieder nicht verstanden. Hau ich jetzt mal. Nee, stopp. Du musst es hier. Doch. Passt schon, ne? Dann mache ich es hier rüber, dann weiß ich wieder, wo es ist. Ah, ich bin gespannt. Aber ich habe so eine grobe Vorstellung. Die wird sich jetzt die Tage auch verdichten. Die 5 nehmen wir mit. Hoffen, dass es reicht. Dass wir zumindest die Brücke schon mal ins Wasser reinziehen können heute. Guck mal, wie es gleich aussieht, sobald Strukturen angebracht sind. Schade, dass der Wassereffekt manchmal so ein bisschen scheußlich geworden ist. Aber egal. Hier muss dann auch noch was rein. Da ist noch eine Ecke über. Komme ich von hier überhaupt hin? Nee, du warst noch ganz unten, Alter, ne? Also, manchmal, aber nur manchmal. So, Leute, ich bremse hier ab. Jetzt pass auf. Mit der 3. Dran. Dran. Und. Er musste ein bisschen hochziehen. Hochziehen, stopp. Jawohl. Nochmal hochziehen. Da muss ich als ab und zu tatsächlich noch auf die Tastatur auch gucken, dass ich beim Hochziehen keinen Scheiß baue. Das wird eine knappe Geschichte, aber wir könnten es schaffen mit den Fundamenten, die ich habe. Nein! Leute, nein, es reicht uns nicht. Wegen 2 Stück oder sowas. Die kann ich nicht wegnehmen. Hier darf ich auch nichts wegpulen. Scheiße, das hätte ich jetzt aber schon noch gern gesehen. 2 Stück, 2 Stück. Ich gehe nochmal gucken. Wahrscheinlich fehlt uns halt Metall. Scheiße. Ich weiß, dass ich jetzt überziehen werde heute, aber ist jetzt wurscht, oder? Ja, wir haben hier nur noch 20 Metall drin und ich bräuchte aber für die Metalldinger, wenn ich da 3 Stück noch haben will, was fehlt uns? Metallbarren 128. Dann muss ich es leider auf morgen verschieben, meine Lieben. Ich habe nicht genug Elemente, aber ist ja egal. Dann besorge ich jetzt noch Material und dann schauen wir uns das morgen an, weil wir sind ja dann praktisch schon mal zum Drittel fertig. War da jetzt ein Geräusch, das nicht dahin gehört? Manchmal erschrecke ich ziemlich. Ne? Also wir haben praktisch bis hierher
schon mal gebaut. Dann werden wir noch ein bisschen rausufern. Dann kommt hier diese Art Flussterrasse hin zum Frühstück. Und dann wieder rüber auf die andere Ebene. In einer eine Dreierbreite. Dann hier vorne nicht kerzengerade, sondern mit so einem Dreiecksschrägen, wenn wir das irgendwie machen. Dann kommt hier noch eine große fette Säule rein und da drüben. Oder Leute, wir machen es anders. Wir versuchen praktisch hier eine Säule hinzuziehen, wo ich jetzt hinfliege. Parallel praktisch. Dass wir hier eine Säule rüberziehen und dass man unten mit dem Floß parken kann. Dann kannst du mit dem Floß hier anlegen. Kannst hier rein und kämst dann die Rampen hoch zum Beispiel, ne? Das ist auch eine schöne Idee. Aber ich muss mal gucken, wie das aussieht, wenn die zwei Plattformen über eine Frühstücksflussterrasse miteinander verbunden sind. Das schauen wir uns morgen an, würde ich sagen. Ich hole ein bisschen Metall ran, dann können wir das hier fertig bauen, denke ich mal. Verbinden miteinander und dann sind wir schon wieder ein Stück weiter. Vielleicht bauen wir uns auch ein Boot. Gerade hier macht es ja Sinn, wenn wir ein Boot hätten, oder? Schöne Idee. Und da gibt es ja auch dieses eine, muss ich ganz kurz gucken. Siehst du, jetzt kommt... Jetzt pass auf, wenn ich da Boot eingebe. Hier dieses Motorboot. Das war zwar teuer wie Sau, glaube ich. Schwarze Perlen, Metall, 1200. Ja, ist überschaubar. Lass uns das Boot auch noch bauen, ne? Machen wir. So, und dann gucken wir mal, wie wir von hier rüberkommen. Hier wäre die Schräge. Hier wäre die Schräge. Ja, das wird irgendwie hier rübergezogen dann. Und dann hast du da eine Terrasse. Unten drunter einen kleinen Hafen. Aber ich muss erst noch schauen, ob es mir gefällt. Möglicherweise, wenn es fertig gezimmert ist. Deswegen mache ich immer nur eine Bahn jetzt erstmal. Und dann schauen wir, ne? So, ich verlasse mich jetzt. Ich verlasse mich jetzt, meine Lieben. Morgen um 17 Uhr bin ich wieder hier zur Daily Dosis. Dann auch wahrscheinlich wieder mit ein paar mehr Worten, die mir flüssig hier einfallen. Ich weiß auch nicht, was heute los ist. Aber so ist es halt. Wir sind alles Menschen. Da gibt es die Tage und die Tage. Morgen sieht die Welt schon wieder anders aus. Schön, dass ihr dabei wart. Für mich persönlich war es sehr entspannt. Kombi-Ründler mal abgeschlossen. Die Parasaurier sind drüben im Garten. Und hier geht es weiter mit dem Bauen. So muss es sein. Bis morgen, meine Lieben.